Willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy 2 auf der Wii U. Jetzt habe ich es links dran gelernt, Leute. Ohne lang zu fackeln, wir haben hier jetzt den Kometen abgeschlossen. Welcher war das nochmal? An der Sturzfluggalaxie war ich auf der Suche. Münster, und da fehlt eine Welt? Sorry, komplett falsche Welt, weil ich den schon im Finale gesehen habe. War ich gerade mega irritiert. Wir sind ja hier noch gar nicht weit und können jetzt loslegen mit den Galaxien. Keine Ahnung, gerade kompletten Aussetzer gehabt. Passiert. Schwindelt schon Galaxie mit der wirre Welt rumspaziergang. Klingt spannend. Nicht warte? Willst du mal übernehmen? Keine Reaktion wie üblich. Nichts. Ey, ich bin doch gesprungen. Heu, was ist denn heute los? Ist mir jetzt nicht so wichtig, weil ich will hier die Röhre mir angucken. Damit habe ich jetzt nicht ganz so gerechnet, aber. Nein! Ich drehe natürlich Tag für Tag, bekommen wir mehr Kisten voller Schrott. Tu mir eingefallen und verbrenne die lässigen Kisten so schnell du kannst, wärst du so freundlich? Ja. Sehr schön. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich will nicht, Leute. Alter! Obwohl, gar nicht so schlecht, hier unten waren nur noch die 6. Oh nein, 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 so wird das nicht. Bring dich geflixt etwas mehr an. Oh, der eine war blöd. Der Trick ist eigentlich, dass ich gar nicht so viel durch die Gegend laufen darf. Oh, besser, aber immer noch nicht gut. Warum starte ich mit so einem Level in den Part, Leute? Mit Vergnügen! Ach. Hat so diese leichte Schiefe, die erwische ich so gar nicht. Oh, come on! Und welche war da unten, war noch welche übrig, oder? Damn it, ey! Das Gefühl, ich muss ja gleich einen Cut machen, Leute. Das ist ja auch da komplett daneben gegangen, es ist katastrophal. Den kann man ja komplett in die Tonne treten, den Schuppen. Ich bin voll der Knopf in den Unterarm geschlagen. So, ein Versuch und dann kommt der Cut. Ey! Der schon mal hier berauschend los.
dafür, wie mies der gestartet ist, war nicht schlecht, aber nun gut. Wie gesagt, letzter Versuch, jetzt wird gecuttet, ich hole euch zum Erfolgreichen zurück. Wie es der Zufall will, der nächste Versuch ist gleich erfolgreich, ich glaube so kaum. Genau, das nenne ich Einsatz, danke. Ich habe in meinem Aufräumen diesen Powerstein gefunden, nun los, nehme ihn schon erst seinen Arbeitslohn. Keine Ahnung, warum jetzt genau der erste danach der erfolgreiche war, aber egal. Das hast du verdient. Ich hasse diese Level wie die Pest, Leute. Warum starte ich mit sowas? Warum? Und natürlich schneide ich dann jetzt nichts raus, weil es gibt ja nichts zum Rausschneiden. Irritiert bitte, dass ich mir auf meinem Timer dann eine Notiz gemacht habe. Nicht eine Notiz, sondern für eine Pause mache. Einen Schrott will keiner haben, wirklich nicht. Die Verwirrung hat mir auch schon so oft eingegangen. Ich glaube, mein Weltall kollabiert. Was um alles in der Welt ist das? Eine schaurige Blume. Mit Augen? Feuerblume? Ja, klar. Du entwickelst mich einen kuriosen Sammeltrieb, so ein Haufen verrückter Sachen. Ich bin da doch irgendwie immer mal hochgekommen. Und teilweise also Seitwärtssprung klappt auch nicht so richtig. Egal. Weniger meckern, mehr Sterne sammeln. Wir haben den Stern, das ist auch schon mal was. Und jetzt der wirre Weltumspaziergang. Diesmal wirklich. Oh nein, Luigi, ich hab immer noch keinen Bock auf dich. Also Gottes Leben ist mir da jetzt nicht so wichtig. Ey, das gibt's doch gerade gar nicht. Also macht mir das, Leute. Ich hätte jetzt vielleicht das Ding ja noch mitnehmen können, aber wofür? Komm. Der lief dafür gut. Der war gut mitgenommen, würde ich behaupten. Was kommt hier schon der Stern? Damit habe ich gar nicht gerechnet irgendwie. Das fühlt sich irgendwie auch wie so ein Schleichweg an, aber. Wir haben die Kometenmünze, wir haben den Stern, was wollen wir mehr? Und die Galaxie ist damit komplett, okay. Na dann auf zur nächsten. Wie gesagt, wie ich da bei der anderen immer noch in die Kometenmünze komme, keine Ahnung. Mond, Galaxie. Gruselig.
Silbersterne der Pop-Aufsteller. Ah, ich weiß, was da kommt. Yes! Leben. Wie gesagt, ich finde die Dinger ganz cool, dass es sie gibt, aber... Das ist zumindest im zweiten Level dran. Dammit, warum rutsche ich denn da ab? Ja, weil ich zu fokussiert war. Wie gesagt, ich hab die ganze Zeit da was. Ob hier irgendwo ein Stern in der Nähe ist. Wahnsinnig, Leute. Damn it, ey. Echt viel zu abgelenkt gerade. Wollen wir damit gut leben? Ah, die Kometenmünze, die habe ich gehört. Oh nee, wartet, guck mal, da ging es noch weiter, oder? Das ist eigentlich ganz lustig, weil man hier eigentlich mit dem Mond hin und her schwanken muss, aber klappt ja auch mit Seitwärtssprüngen. Ja, dorthin im Stern ging es weiter, aber habe ich schon den Stern versteckt. Das ist mit Pop-Aufsteller gemeint, falls ihr euch gewundert habt. Ach, das waren schon alle. Entspannt. Abgesehen von den 1000 Tonnen ein sehr entspanntes Level. Ich würde jetzt trotzdem mal gucken, weil ich glaube, dann versteckt sich da vielleicht doch noch ein Stern. Mario, ein Brief für dich. Hilfe gesucht, ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich bin in der Raumwirbel Galaxy. Lass mich aber nicht so lange warten. Dein Hausmeister.
Okay, jetzt will ich hier erstmal kurz die Galaxie noch abschließen. Ich frage, ob ich jetzt den zweiten Stern. Ich mache jetzt nochmal den ersten und beeile mich diesmal ein bisschen. Ich kann auch das Level abbrechen, im Zweifelsfall. Ich weiß auch, warum ich das im letzten Part nicht. Oder vorletzten Part. Nicht konnte. Weil meine Remote schon mal so ein bisschen fehlerhaft ist und der Plusknopf sehr, sehr doll gedrückt werden muss. Ich kann mich ja vorher nicht umgucken. Stunt geil. Bestimmt hier ist er soweit eigentlich auch relativ entspannt. Boah, der Tempo. Sag ich euch für einen verdammten Stern. Ich bin doch nicht komplett dämlich. Das war jetzt Genugtuung, Leute. Zweiten Stern und dann aufräumen. Lass dich treiben, Geistmann. Okay. Ah, mit Wind. Ach stimmt, Geist hat mir noch gar nicht das vorher. Durch das Gemälde springen. Das Geräusch macht mich wahnsinnig, Leute. Los zu Geist, Marie. Schüttel die Wii-Mode Fernbedienung, um sie unsichtbar zu werden. Kennen wir auch schon alles aus Galaxy 1. Wir sollten bloß keine Gegner berühren. Und hier, die Dinger sind entspannt, weil die irgendwie durch die Gegend floaten. Zum Beispiel normale Buhus, die verfolgen uns, weil sie verknallt sind, was ich sehr unterhaltsam finde. Nein! Oh, wir waren so gut dabei und auf den letzten Metern.
nahezu tadellose Ausführung muss reichen. Jetzt nochmal auf. Das ist nicht für mich ein Spiel. Ich bin wegen der Folge hier. Nicht dumm lächeln, einfach machen. Na komm, mach du. Ich glaube, er übernimmt das nicht. Denn Mut wird Mut. Wir haben schon mal alle Upgrades gefunden. Nun gut, was haben wir denn da? Sieht mir fast aus wie ein Geist, weißer Pilz mit Eckzähnen. Wenn ich bloß wüsste, aus welchem Grund wir diesen ganzen sonderbaren Krempel unter der Decke aufbewahren. Auch keine Ahnung, warum wir da eigentlich eine Sammlung machen. Das ist lustig. Okay, wo ist der Papagei? Da, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich verwechsel die, glaube ich, gerade. Ich dachte, es wäre der Flugkurs mit den Tukern. Keine Ahnung, wo der sich denn hier versteckt. Nicht hier auf dem Abschnitt. Du bist auf der Suche nach ein paar dieser Sterne, nicht wahr? Ich habe vorhin im Bild einen gefunden. Augenblick, du glaubst, ich gebe ihn einfach so. Träum weiter, alles hat seinen Preis. Weißt du was? Ich bin ganz verrückt in diesen roten Schnuckel. Warum bringst du mir nicht einen von den roten hierher? Ich weiß immer jetzt, dass ich das Ding aus dem Weg räumen muss. Und hier sind die Roten. Reicht der? Nein, der reicht nicht, oder? Doch, reicht. Ja.
echt Angst gehabt, dass der Bob und das Ding tötet. Na komm, folgen. Da wir bitte nicht da rein, genau. Das ist der richtige Weg. Und jetzt einfach hierher. Victory! Oh, ist er nicht zum Rechnen? So süß. Vielen Dank. Hui, aber gleich war es ein Claro abgemacht. Ist abgemacht, dieser Porsche dann. Ist jetzt deiner? Yay. Hui. Wir haben heute echt lustige Level dabei, oder? Warte jetzt nur darauf, dass jetzt ein Kometerstern, der mir das Leben zur Hölle macht. Ich sag bloß, du hast dieses Mal einen schrottigen Hausmeister mitgebracht. Mich schon ein, ja. Hoffentlich entspannt er sich, anstatt hier alle rumzukommandieren. Schon wundert, dass das silbern war. Ach komm, als ob ich da neben Emma pralle. Was für ein Müll ist das denn? Wie gesagt, in einer ruhigen Minute gucken wir uns auch noch Raumschiff Mario an. Im Moment bin ich im Sternsammelfieber. Schlingersand Galaxy. Die Rieselfalle des Sanddolms. Mein Dolm ist. Oder Olm. Das ist auf jeden Fall die Rieselfalle. Aus dem Sand hochspringen. Insta-Deaths-Blöcken. Ich finde das einfach so ein richtig lustiges, cooles Level irgendwie. Sie wird so schmal.
Ein Sandballen, was auch immer das ist. Das Feuer. Bleibt den Mund offen. Das sind eben keine Sandbälle mehr, sondern... Zustand für uns nämlich nicht sehr sicher. Jetzt einfach. Dammit. Hat er gewittert. Schon muss ich den schnell Folge schon machen. Einfach... Oh, haarscharf, aber... Das war es mir wert. Hat schon gereicht. Nee, er hat einfach Kanonen. Warum hat der Junge Kanonen? Nein, einer fehlt noch. Ah, ich kann die Kanone aber auch kaputt machen, okay. Nicht ohne dieses Level. Diese Kanonen die ganze Zeit nerven wie die Pest. Nein, 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 oh, come on, Grey Hoster. Komm! Komm! Damn it, ey! Heiliger Bockmist, ey! Warum war das so anstrengend? Dämlicher Sandolm! Wir haben den Stern, Leute! Alter! Du hilfst aber auch gar nicht, oder, Junge? So 0,0. Nutzloses Vieh. Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen, aber... Wir haben es geschafft, Leute. Ich denke, ich brauche heute definitiv eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und wir wissen schon mal, was wir angehen. Und da ist auch noch ein anderer Komet. Also, nächster Part, Kometenwahnsinn. Macht's gut. Bis dann. Ciao.